Werde gleichgültig. Das klingt negativ, oder? Ja, nein, nein, nein. Damit meine ich ganz einfach, das Drama in deinem Leben nicht mehr so zu beachten. Und damit auch das kleine Drama. Zum Beispiel, ich friere unheimlich schnell. Und wenn ich rausgehe und es mich schüttelt und ich sage, oh, es ist kalt, dann kommt sofort dann als nächstes, dass ich mir sage, okay, Moment, das ist nur Energie und mein Körper reagiert entsprechend darauf. Und dann atme ich da rein und schon entspannt sich mein Körper. Und ich weiß, mein Körper kann mit dieser Kälte gut umgehen. Es ist meistens ja auch nicht lange, dass er die aushalten muss. Also, ich trainiere mich darin, die Ausschläge in meinem Leben, Hochs und die Tiefs, nicht mehr so ernst zu nehmen. Und das meine ich mit, alles ist gleichgültig. Werde gleichgültig. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es macht Sinn, mit den kleinen Dingen zu üben. Denn ich verstehe auch immer mehr, dass wenn es gut läuft in meinem Leben, also wenn schöne Dinge passieren, viele schöne Dinge passieren, dass es dann zwangsläufig auch das Gegenteil geben muss in meinem Leben. Also heißt, dann kann es gut sein, dass ich im Supermarkt jemanden begegne, der mich anschreit, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, also es ist alles eine Frage von, ne, Polarität, Frequenz, Auf und Ab. Ich denke, du kannst mir folgen. Und das ist wichtig, einfach damit okay zu sein. Und zu wissen, okay, jetzt läuft es gerade richtig gut in meinem Leben. Da wird auch bestimmt jetzt gleich mal wieder irgendwas kaputt gehen oder irgendwas, keine Ahnung, den Geist aufgeben. Und das ist okay. Da muss ich mich dann auch nicht drüber aufregen. Und das hilft mir sehr, dass ich sozusagen, auch wenn es gut läuft und ich das sehr schätze natürlich, aber damit okay bin. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kommentare. Ich freue mich über positive Kommentare. Und aber negative Kommentare beachte ich eigentlich kaum und lösche sie, ganz einfach. Und ich schenke ihnen oder messe ihnen keine Bedeutung bei. Ich weiß einfach, dass es das Spiel der Dinge ist, das Spiel der Frequenzen. Und das macht das Leben sehr viel leichter und entspannter, wenn man gleichgültiger wird. Und das bedeutet nicht, wie im negativen Sinne, dass man abstumpft. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es bedeutet, dass man sehr viel präsenter wird und sehr viel intensiver das wahrnimmt, was gerade wirklich passiert. Alles Liebe.